Wir sind bei der Firma Ochsner, Wärmepumpenspezialist, aber vor allem bekannt für seine Großwärmepumpen. Da haben wir jetzt den Verkaufsleiter Bernd Lieber, der erzählt uns ein bisschen was über das neue Großwärmepumpenangebot der Firma Ochsner. Und groß heißt also, die ist 2 Meter hoch, das ist damit gemeint, oder? Das ist einmal der Beginn. Das ist einmal der Anfang. Die Größe ist das eine, natürlich ja. Vor allem die Höhe der Wärmepumpe, aber natürlich ist die Leistung da das Entscheidende. Also das ist nicht die Höhe gemeint, weil sonst, also wenn man nicht die, nur, wenn nicht man die 8 cm hoch macht, dann war es ja keine Großwärmepumpe. Das, da beginnen sie, aber das sind natürlich noch nicht die wirklichen Großwärmepumpen. Im Ernst, was kann diese Großwärmepumpe? Gerade diese ist eigentlich unser Einstiegsbereich im Großwärmepumpensegment, weil wir liefern ja Wärmepumpen bis 2,5 Megawatt Leistung bis Vorlauftemperaturen 130 Grad. Das bietet sich natürlich an, wenn wir dann so große Geräte wie im Hintergrund sehen. Das ist so das erste Gerät. Beginnt bei 30 kW Heizleistung, gibt es in dieser Baugröße bis 120 kW Heizleistung. Und das Besondere dabei ist, dass wir wirklich Vorlauftemperaturen bis 80 Grad mit dieser Wärmepumpe erzielen können. Das heißt, das sind Geräte, die für den Geschosswohnbau ideal sind. Also nicht Anlagenbau, wie dann die richtig großen schon sind, sondern einfach ein mehrgeschossiger Wohnbau, der damit dann bedient werden kann. Wärmequellen, welche eignen sich da besonders? In diesem Fall ist Grundwasser geeignet, wobei man sagen muss, mit Grundwasser beschaffen wir hier 65, 70 Grad Vorlauftemperatur. Das heißt, die 80 Grad habe ich dann, wenn ich zum Beispiel ab 20 Grad Grundwasser oder Quelltemperatur bekomme. Da bieten wir aber auch Gesamtlösungen an, wo wirklich Luftwärmepumpen zum Beispiel für den größeren Leistungsbereich die Quelle bereitstellen. Dann haben die optimale Leistungszahlen, weil die fahren dann über 4, 4,5, wenn sie 30 Grad Vorlauftemperatur in einem Puffer bereitstellen. Und dann nehme ich diese 30 Grad her und schaffe mit dieser Wärmepumpe für zum Beispiel im Mehrparteienwohnbau die Hochtemperatur 70, 80 Grad für die Warmwasserbereitung, wenn diese benötigt wird. Okay. Wo wird die besonders benötigt? Das ist wirklich, wenn ich dann so Mehrparteienhäuser habe, 30, 40, 50 Wohnungen, so wie es immer mehr benötigt wird. Gerade im urbanen Wohnbereich ist natürlich der Einfamilienwohnbau immer weniger. Da habe ich dann den Mehrgeschosswohnbau und dann ist genau das die Wärmepumpe, die hier zum Einsatz kommen kann. Das heißt, das ist schon noch ein Produkt für den Installateur, weil die Großwärmepumpen, das ist schon fast wieder eine andere Dimension. Das ist etwas, was ein Installateur, der einen mehrgeschossigen Wohnbau macht, durchaus auch noch bedienen kann, oder? Genau, ja. Also wir arbeiten selber gut mit 2 Wärmepumpen, insgesamt 700 kW. Also ich würde sagen, ein Installateur kann generell auch mit Großanlagen viel anfangen, weil er baut sie ein. Also, ja. Da steht Industriewärmepumpe. Für den Einsatz in Prozess- und Kraftwerkstechnik. Das ist aber nicht die, oder? Auch, weil sie kann ja auch eben die Prozessabwärme hernehmen und dann wieder Prozesswärme liefern, aufgrund der hohen Temperatur. Das ist ja das Schöne an diesen Geräten, die haben einfach so einen großen Einsatzbereich, so hohe Möglichkeiten. Eben, wir sehen sie ja eigentlich ein bisschen als Booster, dass dann eben der Installateur im Mehrparteienwohnbau die Boosterfunktion liefert, um eben die Warmwasserbereitung realisieren zu können. Das ist ja die Herausforderung, gerade mit Wärmepumpen ist ja nicht die Heizung. Ist ja problemlos möglich, ist ja bekannt. Das Entscheidende ist ja immer, ich muss die Temperaturen für die Warmwasserbereitung herstellen. Ja. Und damit schaffe ich dann einfach den Booster, dass ich von der unteren Puffertemperatur die 80 Grad schaffe. Und das ist genau diese Booster-Wärmepumpe, wie man sie auch nennen kann. Und deswegen eben auch die Industriewärmepumpe im Prozessbereich, wenn dann irgendwo 40, 30 Grad Prozessabwärme habe, wieder 70, 80 Grad benötige, dann ist das eine Prozesswärmepumpe in diesem Sinn. Ja. Aber eben für den normalen Installateur hier jederzeit einsetzbar, weil es extrem einfach zum Transportieren und auch zum Installieren ist. Das heißt, könnte ich die jetzt auch für Hotelanlagen auch problemlos verwenden? Natürlich, oder? Genau das wäre hier ein möglicher Einsatzbereich neben dem mehrgeschossigen Wohnbau. Weil dort ist genau die Vorlauftemperatur für die Warmwasserbereitung der reduzierende Faktor für den Einsatz von Wärmepumpen. Und damit habe ich das eigentlich hier gegessen. Ja. Okay. Wo wird sie mehr verkauft? Im Wohnbau oder im Industriebereich?
Aktuell noch im Industriebereich, weil wir haben jetzt die Serie 1,5 Jahre am Markt und es ist einfach mit der, in diesem Fall mit der Ochsner Energietechnik, was ja eine Schwester der Ochsner Wärmepumpen ist, ist einfach die Prozesstechnik noch mehr im Fokus. Aber mittlerweile haben wir sie in die Standardpreisliste der Ochsner Wärmepumpen integriert, um eben auch dem Installateur die Informationen zu liefern, dass wir solche Geräte überhaupt im Einsatz haben. Ja? Und dadurch erwarten wir uns jetzt definitiv mehr Einsatz hier auch im Mehrgeschosswohnbau und eben auch in der Hotellerie. Ist das ein regelmäßiger Prozess bei Ihnen, dass Produkte über die Grenze von Wärmepumpen zur Energietechnik und zurückwandern? Ja, wobei das wandert nicht unbedingt quasi hinüber. Es ist einfach so, dass wir die Energietechnik natürlich auch hier unterstützen, weil Leistungen in diesem Bereich nicht selbstverständlich sind. Ja? Und deswegen wollen wir die Installateure informieren, dass wir nicht nur bis 100 kW Leistung liefern, sondern eben auch weit darüber hinaus. Weit darüber hinaus, das heißt, die kann man kaskadieren? Ist natürlich auch möglich. Standardmäßig habe ich die Möglichkeit, bis zu 3 von dieser Größenordnung zu kaskadieren. Das heißt, ich schaffe 360 kW mit einer Standard-Kaskadenregelung. Wenn es mehr sind, brauche ich eine übergeordnete GLT, dann kann ich die beliebig kaskadieren. Gut, so viel zu den Großwärmepumpen von Ochsner.